Hallo, ich bin der Ben. Ja, und hier ist der Frank Dealer auch noch. Und ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ich habe viele Game Reviews gesehen. Oder einige Game Reviews und. Ja. Und ich spiele jetzt einfach mal da weiter. Wo er hier. Ja, in der letzten Folge. Nachdem wir Ewigkeiten, mit der wir übrigens immer noch Renderprobleme haben. Wo das die Axt, du musst die Axt nach ihm werfen, Mann. Okay. Aber er ist schon weggeglitscht. Das ist doch der erste Endgegner, oder? Ja, ja, der kommt dann plötzlich da nochmal. Und da, nein. Und da und. Na, geh weg! Alter! Aber was du für ein Run hinlegst. Okay. Ja, nimm dir die Uhr und frier ihn ein, Alter. Nimm dir die Uhr. Ah, renn um dein Leben, Alter. Ja, schieß doch weg. Alter. Ich kann halt nicht klar mit diesen dummen Hexen. Schwede. Nein. Oh mein Gott, du schaffst es. Renn. Renn. Dann kommt ja noch einer. Die Angst wirft er nicht. Die Angst. Nein. Oh Mann. Mal dieses dumme. Alter, aber du bist sau weit gekommen. Special. Das ist ja echt die fucking Hölle, das Level, Alter. Hast du das mal gespielt? Nein, ich hab's noch nie gesehen, Mann. Ach, du hast es noch nicht mal gesehen? Nein! Okay, warte mal. Ja. So. Perfekt. Noch, aber warum macht das nicht nochmal? Ach ja, drei, Mann. Genau. Du hast nur noch zwei Herzen. Ja, die krieg ich ja noch. Aber ja, jetzt bewegt er sich. Angriff, Alter! Oh Mann, dann zieht er halt 4 Punkte Leben ab. Ob ich nochmal so viel Glück hab, wenn ich da einfach so durchrenne? Ja, genau. Die bewegen sich auch immer anders, kann das sein. Also zum Schluss haben die Gegner halt einfach keinen Ducken. Yes. Nice, anhalten, dann kannst du durchrennen. Perfekt. Nice, Alter, wie du durchrushst. Der Pisser. Oh genau. Mann, Alter. Was sind das denn für Moves? Ja, Alter, kein. Am Anfang machen sie ganz reguläre, normale Moves. Ja, dann endet die Haken, schlagen sie voll die Haken auf einmal. Was für ein Scheiß. Die Haken. Halt, wie viel halten die aus? 3 Schläge oder wie? Keine Ahnung, ist auch viel. Du hast ja noch keinen getötet bisher. Du triffst ihn nicht. Egal. Oh Mann. Ich mach's einfach oldschool. Durchrushen. Boah, der war gut. Nice, jetzt kannst du immer durchrennen. Oh Mann. Solange ich das. Egal. So. Wenigstens, also das ist jetzt unser Reset Point praktisch hier. Ja. Wir starten immer wieder jetzt hier. Ja, das ist ja das Anfang von dem Level. Oh Mann. Und das ist das letzte Level, oder wie? Das ist das letzte Level. Da gibt es dann nur noch einen Endgegner und der hat, glaube ich, 2 Formen auch. Und den geht's zu besiegen. Ja, stirbt jetzt zu viel, ich umbringe. Alter. Nein, ihr verschwindet, wie er wegweicht. Er wascht weg. Na, kurz gesagt, du musst ihm eigentlich nur lange genug ausweichen, dann bist du jeden los. Den muss man gar nicht töten. Mhm. Das Dumme ist halt, sie sind halt. Ah ja, genau, und durch die Wand, ich dachte, ich kann drüber gehen. Mal kann ich drüber gehen, mal nicht. Also, ja, das ist also dieses Spiel. Das ist genau das, was die Leute immer sagen. Ja, aber vorhin konntest du halt wirklich einfach eiskalt rübergehen, dass dir nichts passiert. Und diesmal ist er wahrscheinlich ein Pixel weiter oben gewesen. Mit der Hitbox wahrscheinlich, noch nicht mal mit irgendeinem sichtbaren Bereich. Yeah, das hast du super gelöst. Scheiße. Das ist unfassbar. Aber der ist genau da platziert, um das zu machen. Ja, genau. Aber also, vorhin habe ich es ja geschafft, einfach rüber zu gehen. Ja, komisch, ne? Ich muss einfach warten, bis er... Wahrscheinlich fliegt er dann wieder ernsthaft auf mich los und ich fall runter. Oder du musst einfach mal ein Stück zurückgehen vor. Nice. Wenn du ihn einmal triffst, dann kommt er nicht sofort runter. Ja, dann ist er langsamer. Ziemlich nice. Ja, genau. Ich spring mal zurück an der Stelle. Oder ich bleib einfach auf der Plattform. Stimmt, der startet ja trotzdem, ne? Sowas von für'n Arsch. Ja, gegen die fliegenden Dinger schon, ne? Eigentlich nicht, weil die ja nach oben gehen. Du könntest ja eigentlich gut auf fliegende Sachen damit schießen, aber die sind halt so kacke zu handeln. Okay, also den ersten wissen wir schon mal. Zurück! Genau. Und jetzt kommt er mir wieder entgegen, oder was? Gucken. Yes, jetzt schnell durchrushen. Oh. Perfekt, Alter. Und da ist schon mit. Nee. Oh, das war knapp. Du hast doch nicht mal die lange Peitsche. Halt ihn an! Okay, du bist durch. Alter, ein Teufel nach dem anderen. Was geht ab? Halt ihn an! Ja, es geht nicht! Du kommst da nicht durch! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Du warst so weit! Ja. Verdammt! Wahrscheinlich kommt danach auch kein Checkpoint. Aber wie wär's mal mit einer längeren Peitsche? Ja, stimmt. Das hätte dir jetzt halt den Arsch gerettet, wenn du eine längere Peitsche... Und du kannst, wenn die so unten sind, du kannst auch noch ducken und angreifen, gell? Das darfst du nicht vergessen.
Das weil der trifft nämlich noch ein bisschen unterhalb auch immer. Ich will eigentlich immer die Special berühren. Ja, genau. Ducken. Und schießt auf einmal. Ich will. Die Special. Oh Mann. Die kannst du kaputt schlagen. Ah, oh Mann, okay. Shit. Die kann ich kaputt schlagen. Ja, das wusstest du jetzt nicht. Kannst du ja nicht wissen, Mann. Ja, es wird sich einiges ändern, weil ich diese Dinge kaputt schlagen kann. Oh Mann. Das Dumme ist, ich check das irgendwie, ich komme da nicht klar mit diesem. Die Specials aktivieren. Ich muss halt. Extrem. Boah, die halt immer noch lebt. Yes, natürlich, ja, natürlich, genau. Ja, immer noch lebt. Was? Boah, Alter! Du kannst sie nicht töten. Doch. Doch, aber du, also du kannst es nicht machen. Wie willst du das auf den Plattformen? Du musst durchlaufen. Ja, das richtig. Geht nicht anders. Also nur ein Depp. Nein! Zu kurz gesprungen, Alter! Du musst wirklich bis zum Schluss warten. Du darfst da keine heißen Finger bekommen. Oh Mann, gleich die erste Stelle. Ich will gar nicht wissen, wie das Level noch wird. Wie lange gedauert im Durchschnitt ist der Level? Keine Ahnung, die werden halt immer länger zum Schluss hin. Was so mach ich? Du musst da durch, du musst ihn schlagen und rushen, Mann. Ich hab's verkackt. Ich komm grad gar nicht. Oh Mann. Also, nochmal sammeln und jetzt hat Full Concentration. Bringt halt nichts. Doch, doch, warte. Schau, wie concentrated ich diese Treppen hochgehe. Also, concentrate. Das war nice. Wie er die Beine anzieht im Sprung. Nein! Nein! Das ist, da kann man halt. Du kannst es halt voraussagen, Mann. Schon halt lange voraussagen. Im Endeffekt kann man halt wirklich einfach nur. Man muss da hin und her rennen. Man muss sich für diese Stelle einfach 5 Minuten Zeit lassen. Anstatt dass man sie versucht, in einer Minute zu schaffen, muss man sie in 5 Minuten schaffen. So. Ja, oh, nicht erwischt, ja, aber es macht keinen Unterschied. Okay. Also geht's scheinbar nicht ums Schlagen, sondern du musst springen am Anfang. Jetzt hättest du, glaube ich, auch drüber laufen können. So. Nein! Zu spät geschlagen, Alter. Ganz knapp außerhalb der Hitbox. Wie habe ich es beim ersten Mal geschafft, da gleich durchzurennen? Das du bist zurückgerannt und dann ist der ganz hochgeflogen. Ja, aber der ist anders geflogen. Ja, ja, richtig. Die ändern ständig, auch bei dem letzten Endgegner. Man, der verändert ständig sein. Also das ist auch ein... Ja, super. Ist es also ein bisschen auch so Zufallprinzip, ob du weiterkommst oder nicht, weil... Naja, also es ist, man kann es schon immer schaffen. Ist jetzt nicht so... Oh yeah! Ich glaube, du musst den Hit einfach kassieren und das. Stimmt, ist vielleicht auch die gute Möglichkeit, da durchzukommen. Perfekt angehalten. Ja, und kein Herz. Du brauchst ein großes Herz mal wieder, Alter. Du kannst nämlich nichts mehr anhalten jetzt. Jetzt wäre deine Chance gewesen, durchzurushen. Oh Mann. Und das war's. Ich habe nämlich versucht, ihn anzuhalten, aber ich habe nicht gesehen, dass ich keine Herzen habe. Ja. Fünf braucht es ja. Du hast gerade jetzt 5. Okay. Das heißt, jetzt hast du 6. Okay, das heißt, ich sollte 10 haben und die Äxte nicht benutzen, weil die für den Arsch sind. Ja. Jetzt klappt es halt auch nicht mehr, den irgendwie gut zu erwischen. Ja, Mann, ducken. Nein, okay. Zurück. Pisser. Vielleicht wird schneller weg. Nee, das glaube ich nicht. Und was macht der? Er macht. Der schießt. Alter! Wie er dich finisht. Ich kann halt auch echt einfach nur noch da zurücklaufen und gegen den anderen irgendwie abschrauben. Oh Mann. Ja, mal, vielleicht hat man ja die Schwelle irgendwann mal gekriegt. Kriegt das schon mal hin. Ich würde sagen, wir wechseln uns alle 10 Minuten ab. Okay. Das ist eine gute Idee. Ah, Mann, jetzt hätte ich es geschafft. Und dann werde ich auch noch bestimmt sterben. Es ist unfassbar. Diese dummen Penner. Wie heißen die überhaupt, die Gegner? Keine Ahnung. Ich glaube, James Ralph nennt sie Devils. Devils. Einfach nur Little Devils. Little Devils. Devils and the Devil. Große Devils. Die sind größer als du. Ja, stimmt. Zieh die Beine an! Zieh die Beine an! Ja, jetzt bleibt er nicht stehen. Ich habe vorne lieber stehen und ich hätte drüber... Vielleicht, wenn man ihn trollt, indem man davor stehen bleibt, denkt er, dass du nicht weitergehst und er fliegt nicht ganz nach oben und das musst du dann ausnutzen. Okay. Meinst du, dass da so viel Gehirn reinprogrammiert wurde? Ich glaube, mehr als man denkt. Sonst wäre das nicht so gemein. Oder es ist vielleicht genauso gemein, weil man sich... Es ist genauso gemein, weil man eben sich keine Gedanken gemacht hat. Überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja. Also man hat sich Gedanken gemacht zum Rahmen seiner Möglichkeiten, das finde ich schon echt... Also ich muss jetzt eigentlich wirklich einfach nach hinten laufen, oder? Weil ich lock ihn jetzt davor, aber der Respawn... Warte, oder nicht, wenn ich ihn nicht töte. Töte ihn mal jetzt. Der überlebt ja alles. Ja, was liegt da nicht? Hau ab, ich will durch! Ja, jetzt fliegt er sogar, jetzt kommst du durch, schnell weg. Wahrscheinlich ist er respawned. Hoffentlich sind die alle jetzt weg. Ich glaube, nein!
Yes! Man kann da doppelt springen, das ist der Trick! Ja. Oh, wie hart. Anhalten. Nice. Herz. Oh Mann, scheiß auf das Herz, Mann. Renn. Renn um dein Leben. Oh Mann, aber egal. Du kommst durch. Renn! Nein, er bewegt sich plötzlich nochmal. Renn! Renn! Du kannst nicht anhalten. Ducken! Nein! Und hätte ich da durchkommen? Nee, ich glaube, wenn du geduckt hättest, dann wäre er vielleicht weggeflogen. Man muss eigentlich voll aggressiv gegen die vorgehen und sie schlagen wollen, weil dann bewegen die sich. Ja, du musst immer voll offensiv sein. Wenn man von denen gejagt wird, schau, das ist schon mehr, die jagen dich eher. Also wenn du dich jagen lässt, dann machen sie dich fertig. Also in dem Spiel ist es halt echt so, du musst wirklich drauf zugehen und zuschlagen und möglichst aggressiv rangehen, ansonsten schaffst du es nicht. Nein, jetzt habe ich es nicht geschafft, weil es halt auch wieder... Bitter springen, ja. Millimeter genau planen. Es gibt einen Turbo-Button fürs Springen. Hier? Ja. Also nicht für einen Turbo-Sprung, sondern kennst du nicht, die Nintendo-Controller, die waren noch so, dass der Button, den konntest du nicht gedrückt halten. Also musstest du den jedes Mal für jede Aktion neu drücken. Ja. Und dann irgendwann kam eine clevere Firma auf die Idee, einfach Controller zu produzieren, die halt einfach einen extra Button drüber haben und wenn du den gedrückt hältst, dann hält er den Button drunter gedrückt. Also dann, der hat so ein Wiederholungssignal eingebaut. Warte mal, irgendwo kommt nichts bekannt. Und das gibt's auch hier, schau, die habe ich so eingelegt, dass die passenden, bleib mal kurz stehen, die passenden Turbo-Tasten oben drüber sind. Und springen ist da daneben. Das heißt, wahrscheinlich kannst du den Doppeljump ganz gut schaffen, wenn du da einfach läufst, im richtigen Moment springst und dann anstelle der normalen Sprungtaste einfach die Turbo-Taste gedrückt hältst. Da müssen wir erstmal wieder da hinkommen, ne? Ich komm noch nicht. Komm, lass mal tauschen jetzt. Ich komme ja nicht mal klar mit dem Special immer zu schießen. Wie soll ich da noch eine Turbo-Taste drücken? Okay. Ah. Ich bin ja mal gespannt. Oh. Verzeihung. Let me clear my throat. Alter, aber wie hart. Ich merk schon. Die Tastaturen sind verschwitzt. Ja, übel. Aber die Sprünge hier. Ah! Boah, wie er das gewisst hat. Aber warum macht er bei dir plötzlich sowas Spuliges? Ah, okay, mit der Axt kann man sie eigentlich auch kurz stunnen. Ja, richtig. Aha, aha. Oh Mann, Alter, the Pro! Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder der erste Run. Ja, so Mann. Das ist mein allererster Run in diesem Level. Da geht man am besten ab, weil man irgendwie keine Angst hat. Ich bin durch irgendeine Höhe, durch irgendein... Alter! Wie es hier gleich losgeht, weißt du? Oh, da unten spinnen. Hast du gerade... Ja, aber da konnte ich halt echt nicht kommt machen. Die dann wieder? Hoffentlich. Ja. Nein! Scheiße! Oh Mann, das ist ja wirklich hart. Oh, ich glaube, das ist das Level, wo man das Holy Water braucht. Aber das ist ja eigentlich schon sehr nett gewesen, dass drei Wände dann die Peitsche kann, weil du es zweimal... Hä? Okay, so viel zu nett zu dem Spiel, kaum lobt man es einmal, wird man wieder gefistet. Komm her! Jetzt hab ich ihn, Alter, was für ein Pisser. Also, ich weiß nicht, was, ob das einfach irgendwelche Leute waren, die rumexperimentiert haben, so die Pioniere von irgendwelchen Konsolenspielen. Boah, was geht ab, man will's nicht der verarschen! Der kam doch vorhin nicht, oder? Alter Schwede! Ja, scheinbar kommt er, wenn man da auf die Wand schlägt und probiert, was zu essen rauszuholen. So, wieso bin ich ja eigentlich gerade runtergefallen? Ja, weil das Game dich einfach trollt. Deswegen frage ich ja, ob du vielleicht auch denkst, dass die Typen, die diese Spiele machen... Nein! ...sich einfach denken, ja, keine Ahnung, ich find's witzig, wenn der Spieler einfach nur wütend wird. Übelst die Herausforderung hat. Es ist ja eigentlich im Endeffekt keine Herausforderung mehr. Es ist eigentlich nur noch, du willst spielen, weil du dieses Spiel besiegen willst. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, das ist so richtig so, das kann ja nicht sein. Dass du mich hier verarschst, weißt du? So ein altes Game, Mann, vor allen Dingen. Wenigstens. Aber wir haben keine Leben mehr. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, müssen wir die schwere Strecke vorne nochmal machen. Ja. So, diesmal gehe ich nicht bis ganz rechts. Versuch mal in so 10 Minuten irgendwo zu sein, dass ich nicht diese Stelle machen muss. Okay. Ist auch scheiße, dass man hier keine Special-Waffen hat. Weil der einen dann halt eiskalt hier trifft. Über dir! Die Knochen kommen von oben! Ja. Ich find's auch komisch, wenn du zurückgeschlagen wirst, dass du nicht auf den Treppen stehen bleibst, sondern durchfällst. Ja. Zum Server vor, das wäre so im wirklichen Leben. Und da ist der Bird. Nein, ich wollte ihn gerade abwerfen, Mann. Der Bird trifft mich halt auch. Scheiße! Alter! Oh Mann!
Tja, viel Spaß. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das beim zweiten Mal auch so gut ist. Ich glaube nicht, Alter. Der Run war einfach nur so Luck, Mann. Voll durchgerusht. Da war überhaupt nichts können. Ich habe nur probiert. Wobei, eigentlich brauche ich mir auch nichts denken. Ich spiele das Spiel so eigentlich zum ersten Mal. Richtig. Aber das ist ja dann schon, was der Trick hier funktioniert. Ja, er bleibt einfach stehen. Gott sei Dank. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass er das stimmt. Einfrieren. Das hast du aber auch null Herzen. Ja, ich hab kaum was. Ah, null Herzen, okay. Ich hab gedacht, null Leben, shit. Oh Mann, ich wollte ihn gerade einfrieren nochmal. Aber ich war fast durch, da ist das Ziel. Ja, dich noch erwischt. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Wie der Stuhl quietscht. Fuck, fuck, fuck. Yes, Mann, leck mich. Ich bin weg. Bin raus. Oh Mann. Tja, das hängt auch. Bullshit. Das ist halt auch kacke, weil wir müssen damit drei Leben durchkommen, damit wir möglichst viele Versuche haben, wenn wir hinten sind bei der Sternenstelle. Das stimmt, das kommt ja auch noch. Warte mal, ich mach mal eben den hier. Steh mal ein bisschen besser da. Steh mal ein bisschen besser da. Ja, wir haben schon die lange Peitsche hier. Das heißt, wir können hier richtig. Ah, weil du da vom Endgegner weitergekommen bist, oder wie? Ich hab gedacht, man kann da drauf springen, Mann. Das hat doch vorhin geklappt. Genau, weil ich da gerade vom Endgegner zurückkomme. Ah. So, und es macht ja jetzt auch keinen Unterschied. Naja, das ist trotzdem arschwer. Ja, richtig. Weil ob deine Peitsche jetzt noch 1 cm lang ist oder 2, ist jetzt im Endeffekt auch scheiße. Wir nehmen halt trotzdem denselben Weg. Ja! Boah, das war auch. Alter. Und wenn du es dann schaffst, schaffst du es auch wirklich nur um einen Millimeter. Ja. Was war das denn, Mann? Wie er plötzlich angreift. Du halt schon durch. Durch! Scheiße hier. Wir haben nicht viel mehr Herzen, selbst wenn wir hier resetten. Das ist ja fuck. Kacke. So, ja, aber ist alles von mal jetzt einzuwerfen und ihn vielleicht zu treffen. Und ja, aber diesmal bleibt er nicht stehen. Hier bleibt natürlich nicht. Da denkt er sich. Ne, nie mit mir. Scheiße, ey. Warum hat der Typ eigentlich keine Augen? Keine Ahnung, Mann. Oder soll ich sagen, kleiner? Bisschen Gesicht würde ihm schon nicht schlecht stehen, mehr, finde ich auch. Oh, oh. Dieser Schuss hat damit ich ja das war cool. Da unzerstörbar bin. Das ist Pro-like. Das ist Pro-like. Oh, oh Mann! Jedes Mal trifft er mich da, Mann. Immer wieder derselbe. Der okay, da muss ich halt was anders machen. Das war wie auf jeden Fall, wo Pokémon seine Zubats abgeguckt hat. Oder nee, wie heißt der andere? Der Goldbutt. Wieso ist er jetzt hier unten, Mann? Fuck you, Alter. Hau ab! Du bist so ein Alter und ich kann die Special-Waffe hier nicht schnell weg, Alter. Tja, hätte Team Rocket diese Viecher gehabt, dann würde es ganz anders aussehen und Ash und seine. Aber jetzt kann ich halt nicht mehr getroffen werden, Mann. Pokémon. Ich brauche unbedingt die Sandröhre, ich darf das nicht einsammeln, Mann. Das ist der Trick. Kann ich den nicht anhalten, dann kommt der Schaden. Wieso hast du eigentlich den Charakter nicht Ash genannt bei Pokémon? Ja, ein Mädchen kann doch auch Ash heißen. Ash Ketchum! Klingt so kacke, Mann, Ash Ketchum. Ah, wie du jetzt clever bist und die Uhr behältst. Ja, ja. Du bist ganz schön clever. Und die kann man nämlich so schon anhalten. Ja, das ist natürlich geil, wenn man mal diesen beschissenen Hurensohn da einfach mal ignorieren kann, weil man die Zeiten stoppt. Ja. Wobei ein Herzen sammeln wäre auch nicht schlecht. Der kommt halt zweimal von unten, ich weiß nicht, was man da machen soll. Mann. Boah, wieder die Peitsche, die drin ist. Achso, du hast sie. Ja. Ja, ja. Oh Gott, ich bin einfach zu verwirrt. Diese Technik heutzutage. Ja. Einfach zu schnell, wenn du es zu. Wie du es in der Luft machen kannst. Ich komme damit nicht mal klar, wenn ich es dreimal hintereinander versuche. Das heißt aber, ich brauche dringend Herzen. Mann. Das habe ich nicht gekriegt, verdammt. Ja. Ich brauche noch 2 Herzen, um die Sandruhe zu machen. Oh, jetzt wär's weg. Oh Mann, wenn er mich nicht abgeschossen hätte, aber dafür komme ich so vielleicht durch. Come on. Ja. Yes. Und das hier ist, glaube ich, schon der letzte. Ja, ja. Sehr gut. Gib mir ein Yes, ein großes Herz. Nice. So, und du hast wie viel Leben? 2. Der kommt jetzt nicht nach oben gejumpt. Ja, das war. Das war ziemlich dumm. Dachtest du, du hättest heiliges Wasser. Ja.
Ist egal. Passt schon, wir kommen trotzdem durch. Wir haben jetzt hier erstmal den Reset-Point. Das ist eh geil, dass man das sowas aufstellt. Ja, wollen wir einfach jetzt hier einen Reset-Point machen? Ja, wieso nicht? Aber wir haben halt nur halbes Leben. Das passt schon, aber wir sind dafür halt ein Stück weiter. Ja, okay. Ist eigentlich ganz fair. Ich mache hier mal einen Reset-Point. Hat es funktioniert? Ja. Okay. Oh. Na, wenn ich sagen, du bist, dann versuche ich mal. Ja, 2 Minuten habe ich noch. 2 Minuten? Ja, hätte ich ein bisschen. Na, oh. Verschwendet für nix. Yes. Naja, im Endeffekt hast du ihn jetzt doch umgebracht. Ja, trotzdem. Habe ich meine Herzen verschwendet, Mann. Habe ich keine Herzen mehr, verdammte Kacke. Was mache ich denn jetzt? Genau sowas. Nice. Wahrscheinlich kommen diese komischen Goldbugs wieder, oder? Du hast jetzt übrigens die Uhr nicht mehr. Ist egal. Achso, darauf kann man. Boah, hier sieht man halt nichts. Wo landet man denn hier drauf und wo nicht? Da, es sind Treppen, die nach unten führen. Da musst du durch, bevor wieder 100.000 Damen kommen. Nein! Sind das Adler oder Raben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und warum werfen die Affen ab? Keine Ahnung, man, die sind einfach nur scheiße. Wie auch genau nicht mehr hinkommt, dass du ihn erwischst. Ja. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Das Skelett sieht aus, als ob das irgendwie seine Eier kraulen würde. Und die Knochen kommen auch irgendwie aus der unteren Region geflogen. Komm her, Mann. Warte, all die Knochen her. Ohohoho! Das war godlike. Gibt's hier was zu machen? Ist dir aufgefallen, dass die Steine aussehen wie ein Gesicht von South Park? So also wenn du die Doppelsteine nimmst, die Augen mit Kinn unten und die Haare. Oh Mann. Boah, was geht da ab? Die können da überall durchspringen, Mann. Willst du mich verarschen? Geh da runter! Runter! Oh, was? Wie soll man das denn bitte schaffen? Alter Verwalter. Das ist ja nur noch ein Minenfeld. Okay, einmal mach ich noch. Einmal, ja. Vor allem, wir haben halt jetzt gespeichert und du hast noch halbes Leben. Das ist natürlich hilfreich. Das ist egal, Mann. Das muss man jetzt so durchziehen. Du darfst halt nicht getroffen werden, Mann. Muss halt. Aber vielleicht liegt da auch irgendwo Essen. Ja, hier muss doch irgendwo was geben, man. Vielleicht hier. Ja, bei so einer. Aha. Da gibt's Essen. Und das wird das kriegen wir jetzt nicht, weil es weg ist. Aber man weiß wenigstens, dass es Essen gibt. Das ist doch ganz fair. Ja. Wobei an der Stelle auch die ganzen Vögel kommen. Ja, du hast halt keine Chance, das Einzige. Der ist nicht schlechter Jump, ja. Machst du den absichtlich so? Ja, ja, so. Claro! Die Zeit anhalten. Das wäre ja praktisch gewesen, ja. Aber war ein bisschen doof. Merken wir uns! Wie viele Hits brauchen eigentlich diese dummen Vögel? Das Dumme ist, wenn du da einfach runterspringen würdest, würdest du einfach runterfallen und sterben, oder? Oh Mann. Und hier weiß ich gar nichts, ob ich nach links oder nach rechts muss. Hier ist einfach nur Terror. Ja, okay, versuch mal einen Griff. Oh Mann. Wie du die Lampe mitnimmst. Immer diese Lampe. Ich hab schon gegen diese Lampe geknallt. Klingelingeling. Die Lampe. So. Wo ist der Sound? So. Der Sound? Der hat manchmal ein bisschen Wackler, da muss man da so rumspielen. Da am Anschluss. Ich mach ihn. Und den anderen, ja. Ist nicht besser. So. Okay. Schauen wir mal. Ja. Ja, wieder gleich Terror von Anfang an. Ich komm raus und check gar nichts ab. Hä? Ich dachte, da wäre ich gerade gewesen. Nein, Leute. Yes. So. Und jetzt schnell darüber jump. Achso. Der Sprung ist das Urtricky. Du kannst hier jetzt mit so. Okay, und mit den Vogel erstmal ignorieren, der jetzt gleich angeschissen. Der kommt nicht sofort gleich angeschissen. Der kommt auch gar nicht, wenn man. Es war nur, weil wir so lange gebraucht haben, weil wir getauscht haben. Wow. Achso, das heißt. Ja, genau. Check. Okay. Drück dann nochmal F7 an. Muss man. F7, okay. Weil sie Bescheid. Der ist wird wahrscheinlich erst öfters gedrückt. F7. Wieso? Das war doch ganz gut. Hier durchhopsen. F7. Diese dumme Treppe. F7. Oh Gott. Das Spiel, für das dass es so komplex ist, hat aber ganz schön viele. Man muss ganz schön viele Sachen beachten. Ja, ja, halt. Man muss ihn den Rücken drehen, kehren, dass er. Mit, ja, damit er zu dir hinläuft, ja. Okay. Da drüben gibt's Leben. Bedenke. Nein. Oh Gott. Aber du hast den Sprung gemacht. Ja. Schlag! Schlag!
Nice! Nein, ich hab... Ist egal, du hast es geschafft. Aber du kannst jetzt keine mehr anhalten. Yes, jetzt kannst du anhalten. Spring runter, genau. Nein, ja. Boah, Alter, wie du das Leben halt noch mitnimmst. Nein. Spring da einfach runter. Nein, lass dich einfach runterfallen. Und lauf runter jetzt. Nach unten, drück, nach unten, drück, nach unten, drück, nach unten, drücken. Oh. Perfekt. Weiter nach unten, drücken, nach unten, drücken, nach unten, drücken. Aufpassen. Yes! Spring! Nein! Nein! F7. Oh. Okay. Endster Stress. Ja, man kommt gar nicht klar. Ich muss ihm den Rücken geben, dass er herspringt. Nein! Aber wir... Intro. Ah ja, stimmt, wir haben ja noch. Stimmt, mach du das mal mit F7. Das bringt eigentlich so raus. Ach, ich bin das schon so gewohnt, Mann. Ich bring das komm, nicht springst! Nein! Und ich vergesse immer, dass ich da nicht laufe. Ach, Mann. Dieser eine Scheiß. Alter, ist so heavy. Ich darf einfach nicht so viel reden. Ich muss mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Boah. Nein! Oh! Muss ihn halt schon rankommen lassen. Sie den Rücken kehren und jetzt im richtigen Moment. Genau. Oh Mann, die zwei Herzen brauchst du dringend. Nein! Eins wenigstens, okay. Nimm das auch noch mit. Nimm das mit, Mann. Nein, das ist ja der Säbel. Achso. Anhalten, anhalten! Anhalten! Achso. Denn Konzentration. Ja, ich darf nicht reden. Wenn ich nicht rede, dann ist es besser. Vielleicht ist da rechts was in der Mauer. Nee, ich glaube nicht. Wenn da auch schon. Ach, eigentlich kann man auf das scheißen. Oder da rechts. Hast du da mal dagegen gestartet? Schade. Nice. Übrigens DJ Polasta. DJ Polasta? Ja, das kann man ja mal in der Beschreibung verlinken. Stimmt. Wie lange waren wir überhaupt? Das jetzt verlinken. Nein. Nein. Stirb. Und die Hölle ist soeben ausgebrochen. Das ist wie bei Berserk, wenn dann die Hölle kommt und alle sterben. Renn durch! Warum kann ich nicht wenden? Renn durch! Ja, ich kann nicht springen. Kann ich runterspringen? Runter und drucken. Drucken, genau, ja. Aufpassen, durchlassen. Nein! Du musst runter, links runter. Genau. Nein! Okay, wie genau auf dich schießt, Alter. Kann man auf der Treppe eigentlich die Peitsche benutzen? Ja, aber es ist, manchmal klappt es, manchmal nicht. Achso, okay. Das ist irgendwie ein bisschen tricky. Also, aber sonst keine Probleme hätte. Bisschen tricky programmiert. Naja, oh, ich bin's. Da ist eh nur Punkte. Endlich kannst du mich voll am Arsch. Nein, ich tue es nicht. Weil ich hab... Nein! Aber ich kann's eh nicht benutzen. Wobei, jetzt kann ich's direkt benutzen. Da kannst du es benutzen, genau. Mach! Jetzt hat er's angehalten. Hör runter. Lass ihn über dich springen, jetzt hoch. Genau, und runterfallen lassen. Nein, nicht. Besser einfach gerannt, Mann, und runter, genau. Perfekt. Alter Schwede. So, jetzt kurz warten und dann musst du runter, genau. Ich weiß nicht, ob du nach links oder nach rechts musst. Oh Gott. Die springen oder mehr. Geh yeah! Yeah, geh da hoch, Alter, perfekt. Ich glaube, das ist das Ziel. Geh da hoch, Mann. Oh. Alter Schwede. Nice. Ist da vielleicht was in der Wand? Okay, schade. Alter Schwede. Nicht schlecht, aber du hast immer noch nicht genug Herzen, du musst das noch holen. Yes! Okay. Aber kann ich. Oh Mann. Da kommt eine komische Musik. Das ist der Endgegner. Ach, das ja! Endgegner. Das ist der Endgegner. Das ist die letzte Halle vorm Endgegner und da musst du jetzt ganz, ganz viele Herzen sammeln. Und das Ding brauchst du auf jeden Fall. Okay. Du musst jetzt immer wieder hin und zurück gehen, da kommt kein Gegner. Warte, hol dir da. Nicht zum Endgegner, dann gehen wir jetzt zurück, Treppe runter, wieder hoch, dann sind die Kerzen wieder da. Und das machst du jetzt, bis du ungefähr 50 Herzen hast. Fall ich runter, wenn ich... Runterdrücken musst du, nicht nach vorne, ja, genau. Sonst wäre ich runtergefallen, oder? Genau. So, okay. Jetzt geht's wieder hoch. Genau. So, und jetzt sind die Lampen wieder da. Man sieht die schöne Atmosphäre mit dem Mond. Und die geile Musik. Und du brauchst unbedingt... Und Punkte, genau das, was ich brauche. Du brauchst die scheiß Herzen, du kommst nicht da rum. Da kommt eh ein 5er Herz immer. Ja. Nichts weiter rein, genau. Scheiße. Was wollte ich sagen? Konzentrier dich, dass du da nicht runterfällst, das ist so tricky. Gleich wieder hoch. Wir haben nicht volles Leben. Gibt's da Leben? Weiß nicht. Nee, Mann. Da gibt's kein Leben. Also im letzten Level gibt's nur einmal Leben. Wollen wir mal einen Spielstand machen hier? Komm, wir machen hier jetzt einfach mal einen Spielstand. Oh ja, warte.
So, geh zurück. Nochmal, da gibt's noch ein Herz. Ja, klar, du hast erst 29 Herzen. Wie viel kostet denn ein Wunder? Ein kleines bringt 1, also so ein Wurf, denke ich, glaube 5. Wir brauchen mindestens 50 oder 60 Herzen. Aber er hat keine Augen, er kann nicht gut treffen. Keine Ahnung. Ja, wir lassen uns dann auf jeden Fall so 1,5 Minuten für den Endgegner Zeit. Ich sag dir Bescheid, wenn die Uhr so weit ist. 1,5 Minuten? Ja. Nice, nochmal zurück und vor. Achso, du meinst, dass wir so lange jetzt einsammeln, oder wie? Genau. Weil das hat der Angry Video Game Nerd ja in seinen Videos beschrieben, dass man das hier machen muss. Warum? Weil ansonsten hast du keine Chance gegen den Endgegner ohne ganz viel Energie. Weil du den sonst nicht tot kriegst, halt nur mit der Peitsche. Okay. Ach, der hält so viel aus, oder wie? Ja, das Ding ist, das trifft ihn immer zweimal. Wenn du das wirfst, dann fliegt das einmal zank, zank quer über den Monitor am Bildschirm. Ja, aber jetzt aber das Ding musst du unbedingt im Sprung werfen. Ansonsten ist das halt nicht so effektiv. Ich kann doch das Ding nicht mal im Stehen abwerfen. Oder du wirfst halt im Stehen und ich muss erst nach oben drücken und dann S, oder? Hey, sie kommen nicht mehr, oder was? So, okay. Also jetzt hast du halt gerade was verschwendet. Mach's noch einmal und dann gehen wir jetzt mal. Ja, 50, oder? Dann machen wir nochmal einen Spielstand und dann schauen wir uns mal den Gegner an. Dann haben wir noch genug Zeit, können wir noch ein bisschen ernten, falls wir noch was brauchen. Okay, ich habe überhaupt keine Zeit. überhaupt keine Ahnung, was für ein Endgegner jetzt kommt. Ich auch nicht. Eigentlich müsste... Dracula ist es. Dracula selbst. Dracula. Ja, das ist ja der Endgegner in dem Spiel. Ach, es geht so, warte jetzt nochmal. Warte, bleib hier stehen. So, warte. Machen wir mal einen Spielstand. Jetzt guck ihn dir mal an. Okay, ich gucke ihn mir mal an. Und noch ein Herz. Da kommt er raus. Das heißt, ich sollte davon fern.